Und herzlich willkommen zu unserer kleinen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den TSV Havelse. Ja, Femi, die Vorbereitung ist jetzt zu Ende. Kannst du mal so ein kurzes Zwischenfazit ziehen, wie es gelaufen ist? Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Wir haben gut gearbeitet in den letzten Wochen, wirklich intensive Trainingseinheiten gehabt. Gute Testspiele, gute Ergebnisse erzielt in den Testspielen und viel Selbstbewusstsein geholt, glaube ich, hoffe ich zumindest auch und ja, habe den Eindruck, dass es auch so ist. Und sehe uns jetzt gut gerüstet für den Ligastart. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich oder sondern für jeden hier bei uns in der Kabine, in der Mannschaftskabine, auch in der Trainerkabine, brennen wir alle jetzt drauf, dass es endlich losgeht. Joel, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ich meine, so die Vorbereitungszeit ist ja nicht unbedingt die beliebteste Zeit eines Fußballers. Ja, wie ist da so die Stimmung? Wie ist die Vorfreude auf das Spiel? Die ist, genauso wie Femi gerade gesagt hat, die ist riesig. Klar, Vorbereitung ist nicht immer schön. Da stehen auch Einheiten und Läufe an, die nicht immer Spaß bringen. Aber wir wissen, wofür wir das tun. Nämlich jetzt für Sonntag und für die darauffolgenden Spiele. Und wir gehen auch als Team mit einem sehr positiven Gefühl jetzt in das Spiel. Wir haben viel Gemeinsames durchlebt, die Spiele, die Einheiten, haben auch abseits des Platzes mal was zusammen gemacht. Und das hat uns auch zusammengeschweißt. Und von daher sind wir richtig voller Energie und haben Bock auf Sonntag. Im letzten Jahr hieß es ja mal so ein bisschen, oder hatte man nach außen das Gefühl, so Jens ist so ein bisschen der Schleifer und Femi ist der Nette. Für dich war es jetzt, glaube ich, die 9. Vorbereitung im Herrenbereich. Wenn du das mal so vergleichst mit dem, wie es früher war, ist Femi der Nette oder kann er auch die Zügel anziehen? Ich glaube, Femi kann beides, tatsächlich. Ich habe aber das Gefühl, jetzt, das hatten wir auch so noch nicht, dass sich die Aufgaben im Trainerteam noch auf mehrere Schultern verteilen oder noch mehr verteilt haben. Und dabei hat auch die Qualität einfach zugenommen. Und das hat man auch in den Trainingseinheiten gesehen, das macht richtig Spaß. Wenn das Training auch Qualität hat, wenn wir da ja, alle gemeinsam das sozusagen anpacken. Und wir haben da mit Femi den Cheftrainer, der natürlich viel im taktischen Bereich macht. Wir haben mit Ebbe jemanden, der im Bereich Passspiel und auch im taktischen Bereich viel macht. Wir haben Max, der im athletischen Bereich vor allem seine Dinge hat. Und dann auch noch Danny, mit dem wir dann die Videosequenzen besprechen. Und der da vorhin sein Hauptaugenmerk drauf hat. Und das hat uns weitergebracht. Und ich hoffe, das wird auch im weiteren Verlauf der Saison so sein. Das läuft auf jeden Fall gut. Du hast es gerade angesprochen, dass sich das eigentlich mittlerweile so auf 4 Trainer so ein bisschen verteilt. Wie ist das für dich, Femi? So habt ihr eigentlich das vorher einmal zu zweit gemacht. Der klassische Trainer macht es eigentlich mehr oder weniger allein. Jetzt sind es sogar 4, die auch vorher auf der Trainerebene sagen wir noch nicht zusammengearbeitet haben. Wie hat das jetzt in den ersten Wochen funktioniert? Ja, ich glaube, also da muss ich einmal noch eingrätschen. Ich glaube nicht, dass es noch einen klassischen Trainer gibt, der alles alleine machen kann. Ich glaube, dafür sind die Aufgaben dann auch zu vielfältig und ja, die Anforderungen auch zu hoch, um dann einer solchen Leistungsmannschaft auch gerecht zu werden. Deswegen ist es gut, dass wir es auf viele Schultern verteilen können. Da dürfen wir jetzt auch dann den 5. nicht vergessen, den Torwarttrainer, der natürlich mit seinen als Spezialist dann auch noch dazu gehört. Ja, wir haben vorher hier im Team gearbeitet. Da waren es ja auch nicht nur Jens und ich, da war auch André Ladendorf noch mit dabei in der Vergangenheit. Jetzt ist das Team noch mal ein bisschen größer geworden, dadurch, dass, oder und dann damals ja auch noch mal Kassler in der letzten Saison. Jetzt ist das Team ein bisschen größer geworden, weil wir eben im Bereich der Spiel- und Wiederanalyse noch mal einen Spezialisten mit dazugenommen haben. Ansonsten sind wir numerisch ja vergleichbar aufgestellt wie auch im letzten Jahr. Man muss aber auch sagen, und das ist das wirklich, was mich auch wirklich sehr, sehr freut, dass wir mit der Zusammenstellung dieses Teams, glaube ich, wirklich ganz gut gefahren sind bis dato. Und ich glaube, das wird sich auch im Laufe der Saison weiter bestätigen und sich hoffentlich sogar noch weiter positiv entwickeln und sich weiter verstärken. Alle, die jetzt dabei sind und hier um die Mannschaft herum ihr Bestes geben und sich da voll einbringen, machen das mit unfassbar viel Engagement und man merkt es, dass da neue Impulse kommen, dass da auch ja, die Ansprache sich etwas ändert. Das ist, glaube ich, auch ganz natürlich. Da ja, sind ja auch neue Personen, sind ja auch andere handelnde Personen und es gibt aber den ganzen ja, neuen Schwung. Das ist so ein bisschen unser Empfinden und unsere Feststellung, dass das Ganze wirklich ja, sehr, sehr positiven neuen Impuls bekommen hat. Und das ist natürlich jetzt in der Vorbereitung so zu spüren gewesen. Jetzt gilt es natürlich auch dann, das am Sonntag auch im Punktspiel dann mitzunehmen und da dann auch zu zeigen. Aber wie gesagt, wir haben da eine gute Aufteilung im Trainerteam. Letztendlich bin ich jetzt in der Situation, dass am Ende ich vielleicht dann das letzte Wort in der einen oder anderen Geschichte oder Situation oder Fragestellung habe.
Aber wie gesagt, wie es auch schon vorher gelebt wurde, so leben wir es aktuell auch. Das ist eine Teamarbeit hier und wir sind da ja auch immer in so einem Teamaustausch, auch im Trainerteam. Ja. Also Neuzugänge gibt es nicht nur im Trainerteam, sondern auch in der Mannschaft. Allerdings ist einmal, dass in diesem Jahr mit nur 5 Neuzugängen sind das, glaube ich, relativ überschaubar ausgefallen. Das heißt, die Mannschaft ist zum Großteil zusammengeblieben. Was kannst du uns ein bisschen vielleicht über die Neuzugänge verraten? Ja, wir haben uns natürlich schon deutlich verjüngt, was das Thema betrifft. Wir haben ja sehr viele, jetzt von den 5 Neuzugängen sind natürlich dann auch 4 U23 Spieler, die wir verpflichtet haben, die dann eben noch entwicklungsfähige Spieler sind, Spieler, die sicherlich eine Zukunft in der Regionalliga haben, sonst hätten wir uns auch nicht dafür entschieden, sie dazu zu nehmen. Alle Neuzugänge haben sich super eingelebt hier, sie haben sich gut eingebracht, haben auch sportlich schon gezeigt, welche Qualitäten sie haben und dass sie zu Recht hier bei uns im Kader stehen. Wir haben natürlich dann letztens mit André Wallenborn einen erfahrenen Spieler noch dazu gewonnen, von Altona 93, den wir verpflichten konnten, der sicherlich schon deutlich einen Schritt weiter ist als die anderen, aber das ist auch naturgemäß so, der hat auch eine Regionalliga Westische einige Stationen gehabt, ist also ein sehr erfahrener Spieler. Das tut der Mannschaft gut. Ich glaube, wir haben damit jetzt auch einen sehr breiten Kader, dass wir auf verschiedenste Situationen dann auch reagieren können, die sich in der Saison dann einfach stellen, sei es durch Verletzungen oder Sperren oder was auch immer im Fußball noch eben so dazukommen kann. Da sind wir dann mit dem Kader gut aufgestellt. Wie gesagt, zu den jungen Spielern muss man sagen, sie werden sicherlich auch ihre Zeit brauchen, die werden sie auch bekommen, um sich eben auch vom Tempo und von der Physis her auch in alle Bereiche, von der Handlungsständigkeit her, in alle Bereiche, an alle Anforderungen an die Regionalliga zu gewöhnen. Die Zeit bekommen die Jungs, aber sie haben jetzt schon gezeigt, dass es hochtalentierte Fußballer sind, die, ja, sie werden den Weg in der Regionalliga machen, davon sind wir überzeugt. Dann schwenken wir mal auf kommenden Sonntag. Unser erstes Spiel in der Regionalliga gegen den TSV Havelse. Sicherlich so eine kleine Wundertüte. Ich glaube, 10 Spieler ungefähr sind bei Havelse geblieben. Der Rest ist nach dem Abstieg aus der dritten Liga einmal durchgetauscht worden. Konntet ihr Havelse beobachten und könnt ihr die Mannschaft eigentlich schon so richtig einschätzen? Oder ist das wirklich so ein bisschen so Blick in die Zauberkugel? Ja, einschätzen ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben natürlich Bilder gesehen, wir haben sie beobachtet, wir haben Videomaterial gesichtet, aber das sind alles natürlich Erkenntnisse aus Vorbereitungsspielen, wo wir natürlich auch selber wissen, wie man in Vorbereitungsspielen agiert. Da sind dann viele Wechsel dabei, da werden verschiedene Dinge ausprobiert, sei es taktisch, sei es auch vielleicht nur personell. Ja, also sind das immer so leichte Muster mit nur wenig Wert, muss man vorsichtig sein, nicht ohne, aber mit weniger Wert. Deswegen so ein bisschen Wundertüte ist das erste Spiel für jede Mannschaft und für jeden Gegner. Da ist es egal, ob jetzt dann viele Neuzugänge im Kader stehen und selbst, glaube ich, wir sind am ersten Spieltag nicht unbedingt so auszurechnen und so einzusortieren, wie es vielleicht am Spieltag 3 oder 4 der Fall wäre. Von daher, wir haben unsere Erkenntnisse, wir wissen, was uns erwartet, wir glauben zu wissen, was uns erwartet und gehen gut vorbereitet in das Spiel. Juri, du gehst jetzt in dein 10. Jahr, wo ich bei Eintracht Norderstedt steht. Bist jetzt zum Kapitän gewählt worden, das heißt, du bist jetzt, ich glaube, es ist zum zweiten Mal, einmal warst du, glaube ich, der Ersatz vom Ersatz des Ersatzkapitäns, aber zum zweiten Mal, oder offiziell zum ersten Mal als Kapitän, wirst du die Mannschaft aufs Feld führen. Was bedeutet das für dich und vor allem, was haben deine Mitspieler vom Kapitän Juri Marxen zu erwarten? Erstmal freue ich mich sehr über das Vertrauen der Mannschaft, dass die mich da gewählt haben. Ich habe da nicht unbedingt mit gerechnet, aber habe mich doch sehr gefreut und freue mich auf diese Aufgabe auf jeden Fall, da die Mannschaft nicht nur aufs Feld zu führen, sondern auch abseits des Platzes eben zu führen. Glaube, dass sie mit mir einen Typen haben, der mit jedem ganz gut auskommt, mit dem man auf jeden Fall immer sprechen kann, mit dem man auch ein bisschen Spaß haben kann auf jeden Fall. Der aber auch, wenn es drauf ankommt, auf dem Platz auch für die Mannschaft da ist und der immer vorangeht, mit viel Einsatzbereitschaft vorangeht. Das möchte ich auf jeden Fall zeigen. Natürlich auch auf dem Platz mit Leistung vorangehen, das ist immer mein Ziel, ne? Dass ich wirklich ans Maximum gehe und da auch eben sozusagen Vorbild für den Rest der Mannschaft bin. Und auch wenn es mal Situationen gibt, ich glaube, die gibt es in der Saison immer, wenn es gerade nicht hundertprozentig rund läuft, wenn man gerade mal Rückstand hinterherläuft oder ähnlichem, eben dann der Mannschaft zu zeigen, hier geht noch was, wir drehen das Spiel oder wir holen hier noch was. Das wird meine Aufgabe sein, da möchte ich auch weiter reinwachsen. Du hast es erwähnt, ich bin schon wirklich sehr lange hier. Trotzdem bin ich jetzt zum ersten Mal Kapitän, das ist eine große Ehre für mich. Und da werde ich mich auch, glaube ich, persönlich weiterentwickeln können und
das Team dann anführen. Ja, du hast ja schon einige Male gegen Havelse gespielt. Was erwartest du da oder welche Erinnerungen hast du auch an Spiele gegen die Jungs? Meine Erinnerung mit Havelse ist tatsächlich, glaube ich, auch mein erstes oder unser erstes Regionalliga-Spiel überhaupt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da zum Einsatz gekommen bin. Ich glaube eher nicht, aber wir haben damals, glaube ich, den ersten Punkt auch geholt oder haben wir verloren. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das eine Erinnerung. Das heißt, es ist auch ein Verein, der schon lange in der Regionalliga drin ist, und genau das verkörpern sie auch. Sie haben jetzt den Aufzug in die dritte Liga gehabt. Ich glaube, das hat die Qualität nicht unbedingt verschlechtert. Die spielen sehr soliden Fußball, sind meistens im oberen Bereich der Regionalliga auch angesiedelt, am Ende der Tabelle. Oder am Ende der Saison in der Tabelle. Und wir haben einen klaren Spielplan gegen die. Und wir sind auch auf jeden Fall optimistisch, dass wir da die Punkte holen können. Aber es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Und mal gucken. Femi, du hast, glaube ich, 26 Spieler im Kader. Glücklicherweise aktuell relativ wenige Verletzte. Wie geht ihr da jetzt als Trainerteam rein? Ich sage, ihr müsst ja dann noch Leute mal streichen, mal Verletzte außen vor. Guckt man da so mehr auf die Trainingsleistung oder guckt man auch, wer passt vielleicht besser zu dem Gegner, gegen den man spielt? Oder ja, spielen da mehrere Gedanken dann zusammen? Ja. Ist natürlich, das Wichtigste ist natürlich immer die Form des Spielers. Also ich kann mir ja 1000 Sachen ausmalen, was gut zum Gegner passen würde, wenn der Spieler tatsächlich nicht in der Verfassung ist, um dann im Spiel zu helfen, dann sollte man die taktischen Erwägungen vielleicht dann eher ein bisschen umstellen. Nein, es geht natürlich auch ganz klar bei uns hier dann um die Trainingsleistung, um die aktuelle Form und wo wir das Gefühl haben, dass es dann am besten passt. Schlussendlich natürlich dann im zweiten Schritt auch darauf, was passt dann zu den jeweiligen Situationen beim Gegner oder zum Gegner und die Aufgaben, die wir da gestellt bekommen. Aber wir haben wirklich eine gute Situation momentan, ja, dass wir weniger Ausfälle haben, dass wir beinahe aus dem Vollen schöpfen können. Von daher ein Luxusproblem gerade für uns, den Kader zusammenzustellen. Aber ja, wie gesagt, wir gucken dann, natürlich haben wir uns die Vorbereitung genau angeguckt, die Testspiele angeguckt, jetzt die letzte Trainingswoche uns auch genau angeguckt und ja, glauben, dass wir da die besten 20 zusammenstellen werden für Sonntag. Gibt es jemanden, der so mal definitiv ausfallen wird? Ja, leider. Nils Brüning, der in der Vorbereitung jetzt noch gar nicht einsteigen konnte, wird noch ausfallen. Der ist jetzt gerade wieder ins Lauftraining eingestiegen, da wird es noch ein paar Tage dauern, bis er wiederkommt. Dann wird Jasper Hölscher auch nicht zur Verfügung stehen. Der hat eine leichte Blessur am Rücken. Hoffentlich nichts Dramatisches, aber es ist ihm so, dass er momentan eben auch nicht trainieren kann. So, die beiden sind verletzungsbedingt jetzt noch nicht dabei und dann muss man gucken, wie es bei den anderen aussieht. Der eine oder andere hat noch etwas Trainingsrückstand. So, da gehen noch ein paar Überlegungen rein. Abschlussfrage, was dürfen die Zuschauer am Sonntag von euch erwarten? Die Frage geht auch ein bisschen an euch beide dann. Ich glaube erstmal vollen Einsatz. Das ist auf jeden Fall Spaß am Fußball, den wir auch den Zuschauern vermitteln wollen und den ihnen zeigen wollen, was sie hier drauf haben. Das können sie auf jeden Fall erwarten. Und ich glaube auch ansehnlichen Fußball, gerade mit Havelse als Gegner. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gut laufen wird. Und dann zu guter Letzt, denke ich, hoffentlich 3 Punkte für Norderstedt. Dem kann ich nur anschließen. Ja, aber das da hast du es absolut auf den Punkt gebracht. Nichts anderes ist das Ziel. Und ich glaube, ja, ich würde uns freuen, wenn jetzt zum Saisonstart dann auch der Zuspruch von den Zuschauern auch da wäre und dann möglichst viele da auch am Sonntag kommen, uns unterstützen. Ich glaube, die Jungs haben wirklich so hart gearbeitet, dass sie sich dann auch diese Unterstützung auch verdient haben. Sie werden es dann hoffentlich auch durch die Leistung am Sonntag dann nochmal rechtfertigen. Und dann sind am Ende hoffentlich dann die ersten 3 Punkte hier in Norderstedt. Das ist das Ziel für Sonntag.